Ja, willkommen zurück, meine lieben Freunde, beim Kartmechanik Simulator 2014. So, und wir waren ja stehen geblieben. Moment, wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Habe ich jetzt diesen Starter schon ausgebaut? Nee, den habe ich noch nicht ausgebaut. Den wollte ich nämlich noch ausbauen. Genau, wir wollten nämlich gucken, ob wir den eventuell instand setzen können. So, Moment, da müssen wir mal hier in die Liste. Check, check, one, two. Da ist er. So. Ah. Cell. Hm. Cell ist aber doof. Ich will nicht Cell. Wieso gibt es denn hier keinen verfuckten Starter? Gib mir so einen Kackstarter jetzt. Jetzt sei doch nicht so. Ich will nicht Cell. Moment, Moment, Moment. Show Repair Order? Nee, das ist ja... Ich kann nicht für 100 reparieren, weil es keinen gibt für 100. Verdammte Scheiße. Das ist ja das Problem an der Sache. Ich kann den Mist nur verkaufen. Hier geht nur Sell. Was anderes geht hier nicht. Geht nur Sell. Ich kann es nicht ändern. Aber wir machen mal eins. Und zwar, ich mache mal Save und Exit to Menü. So, krass sind wir jetzt einfach mal genau mitten während der Aufnahme. Und machen hier mal Beginn. So, starten das mal neu. Vielleicht haben wir ja eine andere. Vielleicht haben wir ja. Wow, welch krasser Sound. Vielleicht haben wir ja eine andere Liste von Gebrauchtwagenteilen. Man weiß es nicht. Man muss ja alles probieren hier in solchen Spielen. Immer für eine Überraschung gut. So, Moment. Quatsch. So, used. Also es sind schon mal andere Teile, das steht schon mal fest, aber es ist immer noch kein Starter dabei. Wieso ist kein Starter dabei? Moment, ne, hier ist auch keiner. Aber hier gibt es auch nicht noch eine Seite oder irgendwas, hier geht es auch nicht irgendwie weiter. Wasserpumpe haben wir jetzt, ja, ganz toll. Ich will keine Wasserpumpe. Ich will jetzt auch hier nichts machen, so gehe ich jetzt nochmal raus. Ist mir wurscht, so lange bis ich einen Starter jetzt kriege. Ich kann ja jetzt schlecht einen Starter kaufen für 200 und kassiere dem Typen dann 100 ab. Na, wie ist denn das? Da wird meine Firma wohl nicht lange existieren. Das wäre ja absurd. So. Na komm, schauen wir nochmal. Jetzt gibt es einen Starter. Ich habe es echt im Gefühl, dass es jetzt einen Starter gibt. Used Car Parts. Moment. Fuel Pump. Also es kommen immer neue Teile. So ist es nicht. Starter. Ha! Starter. 163 US-Dollar. Das ist ja für den Arsch. Das ist ja genauso teuer. Starter V6. Ist das ein V6? Nee, oder? Nee, eindeutig ein Vierzylinder. Hat jedenfalls nur vier Zündkabel. Ja, da muss ich den jetzt halt kaufen hier für 163. Ist mir doch egal. Da baue ich halt noch irgendwas anderes an der Karre ab und verkauf's. So einfach ist das jetzt ja. So. Den verkaufen wir jetzt erstmal. Das verkaufen wir auch. Verkaufen wir auch. Brauchen wir alles nicht mehr hier. So, gibt's wenigstens ein bisschen Geld. Dass wir nicht ganz so viel Minus machen. Oh, ey, wir kriegen 7 US-Dollar für 15% Brakepads. Das ist einfach zu geil. So, na gut. Dann weiter geht's. Moment. Zack. Und wieder einbauen. Hier das gute Stück. So, 48%. Da ist noch halbwegs gut. Da geht noch. Für die Hütte reicht es auf jeden Fall. So, fertig. Brett zu. So, repariert. Ist repariert? Ich habe doch jetzt diesen verkackten Starter hier eingebaut, oder? Sag mal, will das Spiel mich abrollen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe da jetzt einen Starter eingebaut, oder? Ist alles easy, oder? Geschmeidig, Starter ist drin. So. Passt doch. Komm, ich schenk dir die Scheiße jetzt mal ohne Mist. Ich schenk dir das und gut ist. So. Die restliche. Der restlichen Betrag. Brauchst du nicht drauflegen. Alles, alles geschenkt. Alles easy. So.
Formation, no parts for assemble. Okay. Er zeigt einfach nicht an, dass er repariert ist. Ich flipp hier. Was? Starter. Achso, sold out. Ich habe jetzt hier die 96 gelesen. Ist das der falsche Starter? Brauchen wir den? Also, es ist kein V6. Jetzt mal im Ernst. Es ist kein V6. Guck mal hier, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Zündkabel. Komm, wir bauen das mal runter. Da gucken wir mal. Achso, da sehen wir auch noch nichts. Ach, scheißen Dreck. Dann bauen wir es halt wieder drauf. So. Was machst du denn jetzt mit dem Penner? Das ist ein V6. Das ist doch kein V6, oder? Das ist mal ernsthaft. Nein, Vierzylinder, eindeutig. So, und der Starter ist doch vom Vierzylinder. Was hat er denn? Ich schenke denen doch den Rest. Ist doch, da muss es ja nicht bezahlen. So bin ich, bin da ganz netter Typ, bin ich doch. Ist es jetzt einfach zu teuer oder wie ist das jetzt? Mach da mal hier, komm hier runter jetzt. Zu, komm, kannst du deine Dreckskarre wieder abholen jetzt, Kackmistrotze hier. Das kann doch nicht wahr sein. Mach da mal diesen verkackten Auftrag jetzt einer weg. Moment, hier, komm. Ist einfach nicht. Ist einfach kein Haken dran. Geh ich halt nochmal aus dem Spiel. Ist mir doch egal. Geh einfach so lange aus dem Spiel raus, bis es das macht, was ich sage. So, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wechsel hier einen Starter, sag auch noch, ich, der kriegt's geschenkt. Mein Gott, bin ja nicht so. Haben ja vorher unsere Kunden alle abgezogen. Aber, ja, irgendwie will er nicht. Vor allen Dingen, der Starter ist doch gut genug. Der hat fast 50%. Es ist einfach. Ja, can you repair it for 100 US-Dollar? Kann ich nicht, weil es keinen gibt, du Arsch. So, gucke ich nochmal hier rein. Gibt es jetzt vielleicht einen anderen Starter, der billiger ist? Dann kaufen wir den halt auch noch. Ja, Starter 38 US-Dollar. Jetzt gibt's den, ist klar. Mann, leckt mich. So ein Mist. Müssen wir mal gucken, wie man das vielleicht noch aktualisieren kann hier. So, behalte ich den einen Starter halt. Wenn mal der nächste Depp kommt mit einem Starter, kann ich den Gebrauchten einfach verklitschen und das ist gut. So. So, Starter rein. Hier für 38. Ach, und da 62%. Der für 38. Na, ist klar. Wieso habe ich für den anderen? Ach, ist mir auch egal. So. Okay. Haube zu. Ich würde sie zu knallen, wenn ich könnte. Und. Ja, jetzt will er mich verarschen, oder? Ernsthaft. Jetzt will er mich verarschen. Das ist definitiv, habe ich jetzt den richtigen eingebaut. Also den einen da. Dein verkackter Starter ist wieder ganz. Jetzt mach mal hier einen Abflug mit der Kache. Komm hier, raus, zack, ab, weg geht's. So, machen wir halt noch eine Testfahrt, ob der Starter auch geht. Vielleicht liegt sie auch da dran, ich weiß es nicht. So, einmal hier Vollgas. Jawohl, ziehen wir mal richtig auf. Das Teil ist auch gleich angesprungen. Das heißt, Starter funktioniert prickelnd. Kann man nicht ein bisschen driften oder so? Ach, ist doch scheiße alles. So, einmal Rückwärtsgang und wieder Vollgas. So, hier vorne. Ups, da waren Reifen. Hier vorne ist ein kleiner Bremstest. Dann machen wir einfach mal hier. Zack. Oh, die Bremsen gehen richtig gut. Die gehen richtig gut. Also, Kinder, aufgepasst. Meine Fresse, ey. Das kann ja nicht wahr sein. So, Moment. Müssen wir hier einmal Slalom fahren. Alles ein bisschen schwammig in der Karre, oder? Bremsen scheiße, Slalom scheiße. Boah, Alter. Das ging ja gar nicht. So, Polter die Polter nochmal. Und rein in die Kolben. Alter, gehen die Bremsen scheiße. So, okay. Haben wir das auch gemacht? Kann der jetzt das einfach kacktes Drecksauto bitte wieder abholen? Weil ich habe jetzt Starter gewechselt. Was will er denn noch? Ja, guck, Repair. Nix Repair. Alles Kackmist. Oh Mann, ey. Leck mich doch. So. Ja, alles Kacke. Alles kaputt an der Karre. Starter hier, der ist doch wieder topfit. Da hinten. Wie sieht's eigentlich hier aus? Da auch alles schick. Alles ein bisschen dunkelorange, aber ansonsten passt es doch. Ich, sorry. Weiß nicht, was der will hier. Kauf jetzt den Starter hier. 72 US-Dollar, das war doch der, ne? So, okay. Ich kann einfach nicht auf Repair klicken, weil
Das geht einfach nicht. Schraube ich jetzt diesen verkackten Starter nochmal raus? Nee, wisst ihr was? Ich starte nochmal. Ich brauche hier einen Part, um so einen blöden Starter zu wechseln. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Was ist denn nur mit diesem Spiel los? Aber es wurde schon geupdatet. Weil wir haben Version 1.0.5.1. So, also es ist nicht mehr ganz so, die Alpha. Die Beta. So, geht das jetzt oder geht's jetzt nicht? Ja, die wollen mich abrollen. Die wollen mich echt abrollen. So, warte mal. Ach Quatsch. Ich weiß auch nicht, was ich hier drücken soll. Starter. 100 US-Dollar, ja super. Ist ja einer für 100 US-Dollar drin. Soll ich jetzt den reinbauen oder was? Da kaufe ich jetzt den auch noch. Habe ich dann 3 Starter gekauft. Alter. Leck mich. Kann doch nicht sein. Komm raus, den Ratz hier. 62%. Da will er wahrscheinlich auch noch 9 haben dafür. Oder wie sehe ich das jetzt? So, mal gucken, wie viel hat denn der jetzt? 76%. Wird immer besser, Mensch. So. Zack. Fertig. Finished. Knall die Haube zu. So, dass er aus der Verankerung fliegt am besten. Tja, Starter ist immer noch nicht repariert. Jetzt wäre ich aber gleich Fuchsteufelswild. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wollen die mich echt abrollen hier, oder? Jetzt wollen die mich echt abrollen. Repaired. Repaired. Hab ich doch, Mann. Hab ich doch. Gibt's hier eine verfickte Dreckswerkbank in diesem... Ja, hier gibt's eine... Nee. Nee. Soll ich jetzt nicht... Nee. Ist nicht euer Ernst, oder? Nö, nee, will ich ja nicht. Wer nicht? Wer Starter? Ja. Oh mein Gott. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ich muss den reparieren. Wieso sagt mir das keiner? Wo ist dieses scheiß Kack-Tutorial? Wo ist dieses Kack-Tutorial? Ich will wissen, wo das Kack-Tutorial ist. So, ich habe jetzt 3 Starter gekauft. Das Problem ist, den ursprünglichen Starter habe ich einfach eigentlich verkauft. Ich hoffe, das geht jetzt. 100%. Rein damit. Jetzt habe ich aber die Faxendicke hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, Moment. Weg. Hier, Haube zu. Zack, bumm, bang. So, Starter. Oh Gott, verpiss dich, ey, ganz ehrlich. Das kann nicht wahr sein. Muss mir doch mal einer sagen. Das ist mir jetzt echt so gerade so in den Kopf reingeschossen. Ey, Werkbank, Alter. Digga, da kannst du doch mal rangehen, oder? So, Shifting Gears is much harder. Harder than it should be. And there's probably something wrong with the clutch. Ah ja, also Shifting Gears, also die Gänge gehen irgendwie schwerer rein wie sonst und es ist irgendwas mit der Kupplung, also Performance Test Drive Replace Damage Parts. Jo, gern du. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Golf. Ist aber keiner. Test Drive. So, wir machen noch schnell den Test Drive in dem Part. Moment. So, hier Test Drive. Oh, Öl ist drin, das ist ja schön. So, auf geht's, komm. Das Ding hier erstmal durch die Kurven jagen. Mal richtig scharren lassen. So. Boah, Alter. Muss man gleich nochmal nach den Bremsen gucken. Und hier? Ja, geht so. Ne, das passt eigentlich alles. So. Bremsen sind eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und dann, zack, fliegt man hier einmal rundherum. So. Einmal hier so. Schön Slalom fahren. Ups, da war ein Hütchen im Weg. Ja, der Fahrschule wären wir jetzt durchgefallen. So, und jetzt Vollgas. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und rein in die Eisen. Testfahrt beendet. Sehr gut. Ah, das mit der Kupplung, das hat mich jetzt echt geschickt, ey. Das hat mich jetzt echt geschickt. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja zu hart. So, hier, hoch das Ding. So, und bevor wir hier irgendwas machen, beenden wir erstmal den Part. Wenn es euch gefallen hat, war ein bisschen chaotisch, aber ich weiß jetzt auch, dass man Sachen reparieren kann auf dieser schwulen Werkbank da hinten. Ja, gut zu wissen. Gibt es hier noch irgendwo was?
Man weiß es ja manchmal nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv, favorisiert, teilt, abonniert meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Bros. Bis dahin. Tschüss.